So Leute, das Voting hat ergeben oder die Umfrage hat ergeben, dass wir als erstes den Turbolader zerlegen sollen. Unter anderem, weil die Teile ja als Austausch zurückgeschickt werden und ja, es besteht nicht die Möglichkeit oder sehr selten die Möglichkeit, so ein Teil mal komplett aufzumachen. Was ich euch heute zeigen will, ich will euch zeigen, wie der VTG funktioniert. Und wie kann man den Fehler beheben, wenn ein Auto zum Beispiel den Fehler hat, Ladedruck überschritten. Wodurch kommt das? Warum wird der Ladedruck überschritten? Also, als erstes haben wir ein Problem mit dem Ladedruck, wenn dieser VTG klemmt. Der VTG hier, das ist das Teil. So, hier, der bewegt sich hoch und runter. Der fängt irgendwann an zu klemmen. Einmal, weil das Eisen ist, es rostet. Wenn es verrostet ist, dann klemmt es. Und des Weiteren ist es die Abgase, der Ruß. Der Ruß setzt sich im Inneren an und, ja, und verursacht natürlich ja, das Klemmen der einzelnen Versteller. In manchen Fällen, also bei jeder Verbrennung, entsteht auch Feuchtigkeit. Auch beim Diesel. Die Feuchtigkeit, die bildet natürlich auch Rost im Turbolader. In der Luft ist Feuchtigkeit. Ne? Ohne Feuchtigkeit gäbe es ja auch keine Verbrennung, denn Wasser ist Sauerstoff und, das Ganze zusammen. Heißt also, bei einer Verbrennung entsteht auch Feuchtigkeit. Auch wenn es extrem heiß ist. Wenn die Feuchtigkeit sich im VTG ansetzt, bildet es Rost und der VTG klemmt. So, deshalb heute VTG zerlegen. Zeigen, wie eine Reinigung des VTG funktioniert, damit ihr selber euren Turbolader instand setzen könnt, ohne den auszutauschen. Denn jede Werkstatt, wenn der Fehler auftaucht, Ladedruck überschritten, dann wird der VTG, nicht der VTG, sondern dann wird der Turbolader als defekt gewertet und wird natürlich ersetzt. Ein Turbolader, ja, wie ihr den kennt, ja, auf den gängigen Plattformen kriegt man die schon mal für 300 Euro. Ja, für 300 Euro. Da gibt es aber auch Probleme mit den Teilen. Die können nämlich den hohen Ladedruck nicht halten, wenn man eine längere Fahrt auf der Autobahn macht. Des Weiteren werde ich mal tatsächlich das Teil komplett zerlegen. Ich habe es selber noch nie gemacht, dass ich komplett die Welle zerlege. Es kam einmal die Frage noch, hey, zeig uns mal, wo man die Teile kriegt. Ja, wo kriegt man die Teile? Ja, im Internet. Im Internet und diesen, es gibt so viele verschiedene Teile, dass man ja, tatsächlich den Turbolader rausholen muss, die Nummer sich rausholen muss auf dem Turbolader, die da drauf steht. Die steht hier übrigens, hier steht die Turboladernummer und dann muss man bei den einzelnen Herstellern anfragen, was brauche ich da? Ich würde sagen, wir schwenken die Kamera nach oben, die hängt hier schon. Und machen eine Draufsicht und ich fange an, den Turbolader zu zerlegen, damit ihr mal sehen könnt, wie das zerlegt wird und einmal instand gesetzt wird und wie so ein Turbolader überhaupt aussieht. Los geht's! So, um das Turbinengehäuse abzubekommen, hier einmal der Turbolader selber, so dreht sich fleißig. Um das Turbinengehäuse abzubekommen, müssen wir erstmal hier die Schrauben abmachen. Hier sind rundherum verschiedene Schrauben. Es ist Turbolader abhängig, ob diese Schrauben oder ob dieses Gehäuse fest arretiert sitzt oder ob man es auch verstellen kann. Wir werden gleich sehen, wie das bei diesem Turbinengehäuse ist. Ich habe jetzt vier Schrauben gehabt, die sind hier rundherum lose oder raus. Vier beziehungsweise noch die zwei hier, das sind insgesamt sechs. Und jetzt kann das Turbinengehäuse abgeflanscht werden. So, hier kommt es schon, hier bewegt es sich schon. So, und da haben wir den Turbolader. So, als erstes zeige ich euch hier den Versteller. Der Versteller hier, der sich hier bewegt, ne, der rostet ja schon mal hier auf dieser Welle ein und hier wird ein so ein Pinöppel bewegt. Seht ihr das? So, kann man das überhaupt gut erkennen, denn es ist doch schon so ein bisschen dunkel. So, und die Fläche hier, die muss als erstes gereinigt werden. So, das ist hier der
der Turbolader. So, die muss als erstes gereinigt werden, damit hier bloß nichts hängen bleibt, damit hier nichts klemmt. Als nächstes, was macht dieses Teil? Das zeige ich euch. Dann haben wir den hier. Der wird eingeklemmt hier. Dieser, der sich hier bewegt. Na, wartet mal, so hier. Der sich hier bewegt, ne, seht ihr ja, wird hier eingeklemmt und macht das hier. Der bewegt all diese Füße. So, das sind Versteller. Und da drinne, ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt, guckt mal. Hier drinne, da bewegt sich schon was. Ah, jetzt habe ich den schon rausgeholt, okay. Genug gemacht, jetzt kann das Ding schon komplett raus. Achtung, hier sind so einzelne Rollen. 1, 2, 3. Einzelne Rollen, die müssen mit raus, zusammen mit dem Stift. So, seht ihr das? Hier haben wir so eine Rolle und so einen Stift. Die müssen erstmal hier raus. Da haben wir Nummer 1. Nummer 2. Und der dritte kommt. Nummer 3. So, hier haben wir Nummer 3. So, wunderbar. Sehr gut sieht es aus. Okay, als nächstes müssen wir die 1, 2, 3, das sind Standard-Torx-Schrauben, die müssen wir jetzt erstmal rausholen. Die drei Torx-Schrauben, das sind T20. So, T20, zack, lösen. 1, 2, 3. So. Und ihr könnt auch hier schon drin sehen, seht ihr das? Hier ist überall Rost. Hier sind so Rostsplitter und die blockieren natürlich dieses ganze Gestänge. Und das, dieser Mini-Rost hier, der sorgt dafür, dass hier Rost entsteht und der Rost, der blockiert natürlich euren Versteller, was dafür sorgt, dass ihr einfach zu hohen Ladedruck habt und euer Auto regelt dann runter, geht regelt die Leistung runter und dann kriegt ihr einen Fehlerspeichereintrag, Ladedruck überschritten, das Auto fährt nur noch 90 km/h. In der Regel startet man den Motor neu und dann wird setzt sich das zurück und man kann einfach wieder weiterfahren. So. Okay, so holen wir das Ding raus. Hier haben wir den VTG-Versteller. So sieht das Ding aus. Hier, Achtung, 1, das sind so Spacer. 1, 2, 3. Hier alles reinigen, ganz wichtig, dass hier alles sauber ist. Und dann haben wir hier den Versteller. So. Was machen die Leitschaufeln? Ich kann das ja mal hier nochmal drauf montieren. Ist nicht so ganz einfach, weil das wieder runterfällt. So, der dreht hier. Das ist jetzt nicht so einfach. So, wenn der sich dreht. Jetzt habe ich wieder zu weit gedreht. Verdammt, das ist nicht einfach. So, ich drehe das Ganze mal um. Ihr seht die Leitschaufeln. So, dann drehe ich den hier und die verstellen sich. Ja, einer ist schon wieder rausgefallen. Ja, das ist nicht einfach. Auf jeden Fall sind die Leitschaufeln, gehen dann in die Richtung und wenn die sich in eine Richtung verdrehen, ich mache das mal hier zur Seite, wenn die sich in die eine Richtung verdrehen, dann wird hier dieser Spalt ein bisschen kleiner. Ihr seht es so, ich mache jetzt hier einfach mal auf Vollgas, ne, das wird wohl eher in diese Richtung gehen. So, ich mache die jetzt einfach mal Turbo volle Leistung. So, dann machen wir das so. Dann entsteht hier sowas wie ein Trichter. Die Öffnung ist groß, dann gibt es hier eine Verengung und die Verengung sorgt dafür, dass der Turbolader die Verengung sorgt dafür, dass die Abgase beschleunigt werden. Die werden beschleunigt und gehen natürlich schneller in den Turbolader rein, die Abgase, in diese Turbine und der Turbolader dreht schneller hoch.
Sobald wir genug Leistung haben, drehen die sich alle auf gerade, so, und die Leistung wird reduziert. Heißt also, die Drehzahl des Turboladers wird herabgesetzt, denn wir haben keine Trichterfunktion mehr. Ihr könnt es euch gut vorstellen mit einer Spritze. Ihr spritzt, ihr habt eine dünne Öffnung, wollt die Spritze runterdrücken und dann habt ihr eine, bei wenig Bewegung habt ihr eine unheimlich hohe Geschwindigkeit der Luft. Wollt ihr die Luft etwas herabsenken, die Geschwindigkeit, dann macht ihr einfach eine größere Öffnung rein und schon ist die Luft, die da durchdringt durch die Öffnung, nicht so schnell. Genauso ist es hier beim VTG. Sobald er so steht, sind die Abgase langsamer, die auf das Turbinenrad eintreffen. Sobald er hier so steht, haben wir hier eine Verengung und die Abgase, die werden hier mit sehr hoher Geschwindigkeit auf den Turbolader draufgeworfen. Heißt also, der Turbolader beschleunigt extrem schnell. So, das ist die Funktion des VTG. Wie reinigt man das Ding? Okay, als erstes, ganz wichtig, hier alles reinigen. Das reinigen, unbedingt gangbar machen. Gucken, dass der gangbar ist. Der ist hier wunderbar gangbar. Die hier, alle gangbar machen. Komplett reinigen, am besten mit so einem Drosselklappenreiniger. Drosselklappenreiniger oder irgendwie so ein Benzin oder sowas oder Bremsenreiniger in einen Topf und das Zeug, das und das, das ganze Zeug alles in einen Topf stellen, damit sich der ganze Dreck und Schmutz ablöst. So, hier das Turbinengehäuse natürlich auch komplett reinigen. Hier kann man nicht wirklich viel kaputt machen. Das Ding muss einfach nur ein bisschen gereinigt werden und fertig. Und dann haben wir das auch schon mal gemacht. Ja, weiter im Text. Ich würde sagen, wir machen weiter und nehmen das Verdichtergehäuse ab. Und das ist dieses hier. Dafür müssen die Schrauben losgemacht werden hier. Zack. 1, 2, 3. So. Die Schrauben sind alle gelöst. Guck mal, das ist von alleine schon abgegangen. Hier ist natürlich das Einzigartige bei diesem Turbolader. Der lässt sich frei verdrehen. Normalerweise haben die einzelnen Turbolader hier eine Kerbe irgendwo und hier auch eine Kerbe, die dann nur einmal aufeinander passt, damit es halt nur für dieses eine Fahrzeug passt. So, ich lege das mal das Turbinengehäuse hier hin. Ja. Hier haben wir jetzt die Welle. Ich mache einmal den Splint hier ab und dann machen wir weiter. Hier haben wir die Pull-Down-Dose. Hier den Turbolader. So. So, als nächstes können wir ja den hier abmachen. Aber eine Sache, Leute, wenn ihr diese Schraube anfasst, diese Mutter, die hat übrigens ein Linksgewinde, wenn ihr die anfasst, löst, dann muss der Turbolader gewuchtet werden. Es gibt Instandsetzer, die setzen Turbolader instand, heißt also, die machen die Welle neu, die machen das hier neu. Aber ich sag's euch, wenn ihr das hier abmacht, dann ist der Turbolader rein theoretisch hinüber. Denn wenn ihr euch nur dieses Teil hier neu macht, drauf macht, muss der Turbolader ausgewuchtet werden. 1 Milligramm Unwucht und der Turbolader fliegt euch um die Ohren. So, ich weiß selber noch nicht, wie der hier abgeklemmt wird. Ja, aber das werden wir gleich mal rausfinden, denn ich werde diese Mutter jetzt hier abmachen. So, um die Mutter abzumachen, habe ich hier einen 8 mm Maulringschlüssel. Den mache ich mal hier drauf. Boah, das tut weh. Das ist fest. So, zack, Mutter ist gelöst, Turbolader kann normalerweise jetzt nicht mehr gebraucht werden. So, und jetzt muss das Ding hier irgendwie ab, ich weiß aber nicht wie. Da, ah, da, der ist lose. Haben wir das, da haben wir das gute Stück. So,
hier. Und hier haben wir die Welle. Ach, guck einer an, hier verbergen sich neue Schrauben. Neue Schrauben für neue Möglichkeiten. Zack. Wunderbar. Boah, so weit, ich muss euch eins sagen, so weit war ich noch nie. Bis hierhin bin ich noch nie vorgedrungen. Boah, was ist denn damit los? Wow, die ist aber fest. Die sind aber fest. Ja, eigentlich gehe ich davon aus, dass das Gehäuse jetzt abgehen muss, aber will es nicht. Ich glaube, es benötigt ein bisschen an Gewalt. Ja, da ist es. Hier haben wir das Gehäuse. So, wie sieht das aus hier, Leute? Hier haben wir einen Dichtring. Guck mal, da lässt sich gar nicht mehr drauf stülpen. Dreht sich ständig runter. Und hier haben wir, was haben wir denn hier? Hier ist... Ja, das ist schon der Reparatursatz, den man kaufen kann, um seinen eigenen Turbolader instand zu setzen. So, hier ist Teil Nummer 1. Was haben wir hier alles drin? Erstmal eine Menge Öl. Hier ist noch ein Dichtring. Das ist auch Gummi hier. So, den lasse ich trotzdem drin. So, das scheint mir hier drauf gepresst zu sein. Dieser, ja, hier ist so ein Adapterring. So, ich zeige euch mal so, wie das aussieht. So, das scheint mir hier so ein bisschen drauf gepresst zu sein. Und ich muss das runterklopfen. So, hier ist das Turbinenrad. Dreht sich wunderbar. So sieht es nochmal hier aus. So sieht das Verdichterrad aus. Habt ihr das gesehen? Das ist da drauf gepresst. Ich musste das runterklopfen. Oh, da ist mir jetzt schon auch was hier reingefallen. Hier und hier. Eins. Zwei. Hier sind zwei Teile. Und hier ziehen wir jetzt mal die ganze Welle raus. Oh, weia. Hier sieht es aber schlecht aus. Das sieht richtig schlecht aus. Also, hier einmal diese Feuerscheibe, dieser Feuerring. Und ich will euch jetzt noch mal was anderes zeigen. So, seht ihr den Dreck hier? Das ist richtig, richtig dreckig. So, hier ist es richtig dreckig. Und das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das sollte normalerweise nicht sein. Das sind Ölreste, die hier drinnen rumschwirren. Jetzt mache ich das nochmal mit dem Putzlappen sauber. Ja, hier scheinen mir noch so Teflonringe zu sein. Das ist hier ein Teflonring. Den kann man hier verdrehen. So. Das ist so ein Teflonring, der ist extrem hitzebeständig. Und das ist die Welle, die dann häufig kaputt geht, einläuft und dann hat der Turbolader Spiel. Und dadurch gehen die dann hier kaputt. Das ist die Welle. Das sind die Lagerstellen. Und jetzt holen wir uns mal das Lager raus und gucken, was da so los ist. Wobei diese Welle, die sieht eigentlich noch richtig gut aus, gar nicht mal so schlecht. Ah, und hier ist zum Beispiel, hier kann man sehen, hier wurde das Teil ausgewuchtet. Seht ihr das? Das ist zum Auswuchten, das ist einfach Material weggenommen zum Auswuchten. Und an dieser Stelle hier auch, das ist das Feinwuchten bei extrem hohen Drehzahlen, keine Ahnung, 20.000 Umdrehungen oder sowas, da werden die Teile ausgewuchtet. Ja, ich würde sagen, wir holen jetzt das Lager raus, die Lagerschale. Die fällt eigentlich von alleine raus. So, zack. Und hier haben wir sie schon in der Hand. So, das ist der Lagerring.
Und so sieht das Teil aus. Hier geht zum Beispiel Öl rein. Hier geht das Öl rein. Dann läuft es hier durch und nach unten hin raus. Das sitzt da drinnen. Zack. Das sitzt hier drauf. Gar nicht, da kommen erstmal noch die Scheiben mit dazu. Aber dann, wenn die Scheiben da drauf sind, kommt der hier drauf und dann kann es losgehen. Dann drehen sich die beiden. Ja, das ist ja mal eine schöne Sache, sowas zu sehen. Ich habe selber so einen Turbolader noch nie auseinandergenommen. Echt toll. Also sehr schön, sehr schön. Okay Leute, ich musste meinen Arbeitsbereich so ein bisschen erweitern. Und ich würde sagen, wir machen uns an den Rückbau. So, wichtig hier zu beachten. Hier sehe ich schon einen Unterschied zwischen den einzelnen Seiten. Und zwar haben wir hier so, hier seht ihr so eine Kerbe, auf der anderen Seite ist nichts und diese Kerbe kommt hierhin, hier kommt die Kerbe hin, so, heißt also, das Ding passt nur einmal. Hier kann man nichts falsch machen, es passt nur einmal. Als nächstes kommt hier so ein, ja, so ein kleiner Adapter. Der muss hier drauf. Zack. Und der arretiert die das Lager, ich sage jetzt einfach mal Lagerschale, der arretiert die Lagerschale mit dem Gehäuse. So, dann hätten wir das schon mal. Als nächstes kommt hier diese Feuerscheibe, kommt auf dem Turbolader. Hier kann man natürlich auch gut erkennen, hier ist es sauber, hier ist es verschmutzt, kommt hier so drauf, zack. Dieser kommt hier rein. So, und da ist mir jetzt auch schon wieder alles auseinandergefallen. Die Lagerschale ist mit rausgekommen. Die müssen wir hier mal reintun. Und dann fluppt das. So, das fluppt schon mal. Dann als nächstes kommt hier dieser Ring. Achtet natürlich, dass euer Arbeitsplatz nicht so aussieht wie der hier, aber ich will den Turbolader ja auch nicht wieder einbauen, das ist nur für Testzwecke. Boah. So, wie kommt der rum? Wie rum kommt der hier drauf? So, hier sieht man alte Spuren von diesem Ring hier, heißt also, der kommt so da drauf, aber ich sehe schon, ich habe das erste vergessen, es muss nämlich als erstes dieser Ring wird hier drauf gesteckt und so, guck mal, der ist noch nicht mal drauf gepresst. Vorhin hat er richtig fest da drin gesessen. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann man die so hier reindrücken. So, da kommt die Scheibe hier drauf. Die passt auch nur mit den vier Löchern. Dann machen wir hier diese Verdichterseite drauf. Okay. Hier sehe ich schon, hier passt etwas nicht. Hier stimmt etwas nicht. Irgendwie habe ich hier das falsch aufgesetzt. Vielleicht kommt da auch so drauf. Ja, so passt es. So passt es. Ich sehe es hier. Vier Löcher. Da kommen die vier Schrauben rein. Die Schrauben waren die hier. Eins, den Dichtring machen wir gleich drauf. Eins, zwei, drei, vier. So, und dann gucken wir einmal. Ein kurzer Check, jo, es dreht sich alles, das ist schön. Ja, als nächstes würde ich sagen, kommt hier das Verdichterrad drauf. Das, so, es sitzt auch echt, boah, es sitzt 1A. Also man kann es hier gar nicht drauf, man kann hier gar kein Spiel oder sowas. Ja, Linksgewinde, Achtung, Linksgewinde. So, dann nehmen wir wieder unseren 9er Ring. Und schmeißen das da drauf.
Ja, das, so, der Ring, der klemmt ja hier so ein bisschen. Hier muss man aufpassen, ne? Nicht komplett festziehen, weil der Ring hier gerade geklemmt hat. So, und dann kann man hier ein bisschen weiter festziehen. So, wie fest die, diese Mutter kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, wenn die nicht fest genug ist, dann fliegt sie auf jeden Fall im Betrieb ab. So, okay, dann haben wir das auch schon mal. Dann machen wir als nächstes kommt der Dichtring hier drauf. So. Na, guck sich das einmal an. Den kriege ich ja niemals drauf hier. Gibt's so gar nicht. Jetzt haben wir das hier befestigt, heißt also, das Gehäuse kann hier drauf. So, einmal das Gehäuse drauf, ein kurzer Check, dreht sich alles. Ja, alles dreht sich, alles ist super. Dann machen wir auch schon mal direkt die Schräubchen hier drauf. So, dann hätten wir das schon mal. Als nächstes würde ich sagen, machen wir den hier drauf. Ne, kommt der überhaupt als nächstes drauf? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ne, aber so rum. Wenn, dann kommt das so rum drauf. Und hier muss man natürlich drauf achten. Die sind jetzt natürlich total hier verknüttelt. Okay, ganz andersrum. Es ist tatsächlich, ich muss den hier erstmal montieren. So, und um den hier zu montieren, kommen hier die drei Spacer drauf. Ich habe das total verpeilt. Ich weiß gar nicht warum. Naja, schon lange nicht mehr gemacht und schon wieder vergessen, wie das auseinandergenommen wurde. Deshalb richte ich die hier alle mal so ein bisschen aus. Zack, zack, zack. Und schmeiß den hier. Passt denn mit den Löchern? Das passt nämlich nur einmal. Ja, das passt. Und da kommen die drei Schräubchen rein. Eins. Eins. So, jetzt weiß ich auch, warum es immer viel einfacher war in der Vergangenheit und dass ich mich jetzt so schwer getan habe, denn wenn ich die hier, diese Spacer jetzt hier reinmache, ist das viel einfacher, die Position zu finden. 2, 3, zack, so, so, so. Jetzt kommt hier diese Scheibe da drauf und die kommt, ja, wie kommt die denn am besten? 1, 2, 3, ganz genau, so kommt die da drauf. So, dann nehme ich mir die Spacer hier einmal zur Seite. Diese Rollenführung. Ah, jetzt habe ich wieder alles im Arsch gemacht, weil ich ein bisschen spielen wollte. Toll. Jetzt kommen hier diese Rollenführungen drauf. So, dafür muss man den hier so ein bisschen anheben. So, die Rolle muss da in die Fuge, zack. Mit, okay, so. So, und die dritte kommt jetzt noch rein, zack. So, und da sitzt das. Ja, hier sind wieder ein paar rausgerutscht, ne? Hier muss man aufpassen, hin und wieder kommen welche raus. So, und jetzt haben wir auch die Anschläge. So, und hier kann man auch wieder sehen, da drinnen, da kommen die Leitschaufeln, die kommen da raus und die springen hier schon wieder raus, weil ich hier so wie verrückt damit rumspiele. Ja, anscheinend spielt man mit Turboladern nicht.
Oh Mann, das ist echt. Also echt ein Gefuckel, ne? Aber. So, ich zoome das mal ran. Seht ihr das? Hier. Hier und hier kommen die raus. Ja, und jetzt müssen wir. Hier ist einer offen. Also, boah, da sind schon wieder welche rausgesprungen. Unglaublich. Ach nee. Nicht spielen. Nicht mehr spielen, Schrauber. Komm. Einfach nur noch fertig machen. Und hier sehen wir, einer ist offen. Hier sind alle geschlossen, aber einer ist offen. Und der eine ist nämlich der hier. So, und der muss genau da rein. Und deshalb schauen wir uns das mal so an. So, da muss ich von hier so ein bisschen gucken, dass ich da ungefähr reinkomme. So, dann bewege ich den hier so ein bisschen. Sitzt nicht drin. Noch ein Versuch. Ich mache hier einfach bis Anschlag, dann mache ich den auch bis Anschlag. Ne, passt nicht. Warum passt der nicht rein? Weil die Bolzen hier nicht passen. Hier sehe ich jetzt schon Abrieb von den Bolzen. 1, 2. Ach, sieht er gar nicht. So, machen wir mal so hier. Der passt nicht rein, weil ich sehe hier 1, 2, 3. Die Bolzen, die passen da nicht drauf. Heißt also, ich muss das mal so ein bisschen korrekter machen. Da muss ich unbedingt drauf achten, dass die Bolzen da reinkommen. Ich zoome mal wieder ein bisschen zurück. Schon wieder gespielt. So, und los geht's noch einmal. Wieder nicht rein. Und da sehe ich schon das Problem. Der Bolzen spielt auch eine Rolle hier. Der hier, der kommt nämlich hier rein. Heißt also, der komplette Ring, der muss einmal versetzt werden in diese Richtung. So, da habe ich nämlich schon wieder Scheiße gebaut. So, da müssen die hier raus. Dann kommen hier alle raus. Zack. Wo war der nochmal? So. Der kommt hier hin. So, und so kommt er nämlich hier rein. Genau. So, sieht ihr, man muss es einfach nur sich markieren am besten. Am besten beim Zerlegen markieren, wie das Ding zusammengebaut ist. So, ich mache hier schon direkt die Rollen rein. Man kann hier nichts mehr abhauen. Okay, wunderbar. Heißt also, das Gehäuse kommt jetzt hier so drauf. Zack. Ja, und die Turboladerverstellung hat gegriffen, funktioniert, alles klar. Ich mache jetzt hier wieder die Mütterchen drauf.
Wo kommen die drauf? Hier eins. Hier kommt nämlich dieses Ventil drauf. So Leute, ich bin fertig. Dieses Ventil mache ich jetzt noch nicht drauf, weil ich den Turbolader noch einmal laufen lassen will. Und dann werde ich den hier einfach mal von Hand so verstellen. Da brauche ich den hier nicht zu, ne, weil der wird hier einfach eigentlich drauf geschoben. So, mit hier montiert, hier drauf und dann verstellt er den Mechanismus. Den brauche ich jetzt aber nicht für diese Zwecke. Den Splint mache ich mir hier drauf, sonst verliere ich den. Ja. Okay, dritte Turbolader auch, ne? Nicht, dass ihr denkt, jo, da klemmt alles. Nein, schaut euch das mal an. So, hier. Turbolader dreht sich. Dreht sich immer noch wunderbar, ohne Schleifgeräusche. Okay. So, das war Turbolader. Ja, Leute, das war Turbolader zerlegen und zusammenbauen. Ganz schön viele Details, die man hier sehen konnte. Der Film war jetzt auch eigentlich ja, auch ziemlich lang. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht und ich habe den noch, so einen Turbolader, noch nie so ins Detail zerlegt wie heute. Und ihr seht, es ist kein Zauberwerk, aber ich würde so sagen, dieser Turbolader kann auch nicht mehr eingesetzt werden, denn dieser muss gewuchtet werden und. Ich meine, gut, für zum Spielen oder als Testzwecke kann man den noch gut verwenden. Schließlich dreht er sich noch. Ich gucke jetzt gerade, jopp, der dreht sich. Und ja, aber eine super Sache, oder? Was meint ihr? Wenn ihr jetzt den Turbolader für euch selber reinigen wollt, dann braucht ihr natürlich nicht so zerlegen wie ich, sondern tatsächlich nur die Abgasseite und das ganze Zeug reinigen, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ja, nächste Frage. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Warum Turbolader eigentlich kaputt gehen? Und da gibt es von Diesel, wie heißen die? Ja, Turbolader Instandsetzer, die haben da so ein bisschen was berichtet. Und zwar, erstmal kommt Dreck in den Turbolader. Wie kommt Dreck in den Turbolader, wenn er sich dreht? Ich meine, wir haben einen Luftfilter, wir haben alles. Ja, es ist folgendes. Billiges Öl. Nummer 1 ist billiges Öl. Wenn man billiges Öl verwendet, dann setzt es sich ab. Im AGR-Ventil, auf den Kolbenring, auf dem Kolben selber und irgendwann, wenn das verbrannte Öl groß genug ist, große Plättchen, die fliegen dann raus, rasseln durch den Turbolader und verursachen eine Unwucht, denn wenn so ein Stückchen, ja, das ist ja schon Kohle, wenn Öl verbrennt, ist es ja Kohle und wenn Kohle durch den Turbolader durchgeht, dann wird es geschreddert. So, und jedes bisschen, was da durchgeht, verursacht eine minimale Unwucht auf der Leitschaufel, auf der abgasseitigen Turboladerschaufel. Und ja, ein Auto verbrennt nun mal, ich weiß nicht, 1 bis 2 Liter Öl zwischen den Ölwechseln. Und der Verbrauch, der geht natürlich durch den Abgastrakt. Und da läuft es dann durch. Das war Nummer 1. Nummer 2, verunreinigte Luftfilter. Wenn ein Luftfilter mit diesen Mikropartikeln verstopft ist, heißt also, ihr habt schon super lange euren Luftfilter nicht gewechselt, dann fängt der Luftfilter an, große Poren aufzumachen oder überhaupt, er zieht einfach Staub und Sandkörner rein. Sandkörner ist das Schlimmste. Ihr könnt euch vorstellen, ein Luftfilter ist Papier und wenn er mit den super feinen Partikeln zugesetzt ist, dann wird er großflächig irgendwo an den Seiten Luft ziehen. Und ihr wisst selber, so ein Motor, Verbrennungsmotor, frisst unheimlich viel Luft. Und wenn ihr Gas gibt, dann will er die Luft haben. Und dann zieht er sich die von irgendwo. Und dann zieht er sich halt Luft durch den Luftfilter, neben den Luftfilter, zieht Sandkörner rein und dann schrottet ihr euren Turbolader. Ja, des Weiteren gibt es Folgendes, wenn Motoren gerne hochgedreht werden, dann lösen sich kleine Stücke vom Kolben ab. So, und die Stücke vom Kolben, ja, die rasten natürlich auch durch die Abgasanlage, durch den Turbolader und dann schädigt ihr natürlich auf diese Weise auch euren Turbolader. Und was alles man sich noch vorstellen kann, ich meine, der Trakt vom Turbolader
oder vom Luftfilter über den Turbolader durch den Ladeluftkühler zum Motor und vom Motor dann wieder durch den Turbolader ist ziemlich lang. Teilweise haben wir da 3 Meter Saugweg oder Saug- und Druckweg und da kann einiges passieren. Der Ladeluftkühler, ein Ladeluftkühler ist aus Aluminium. Da läuft ständig Öl, also Öldampf und Luft durch. Es lösen sich Partikel im Ladeluftkühler. Vor allem, wenn man günstigere Ladeluftkühler einbaut, weil der originale kaputt war oder sowas. Da lösen sich Partikel, die rasseln durch den Motor, durch den Zylinder, ab in den Turbolader. Der Turbolader schreddert das Zeug und bekommt Unwucht. Des Weiteren, ganz wichtig, was ganz, ganz, ganz oft vorkommt, ist, dass die Turbolader zu hohe Drehzahlen bekommen. Da kann man dann auf dem Turbinenrad sehen, dass der sowas wie Orangenhaut hat. Ich habe es jetzt bei dem nicht nachgeguckt, beziehungsweise es ist mir nicht aufgefallen. Und zwar folgendes. Wir wissen alle, vom Turbolader zum Ladeluftkühler, über den Ladeluftkühler zum Motor haben wir Steckverbindungen. Die alten Autos haben Schraubschellen, die sind geschraubt und die sind dann fest. Die neuen Autos, die haben alle Klippverschlüsse, quasi Klick und dann ist es fest mit einem Dichtring zu. Mit der Zeit werden die Dinger undicht. So, da habt ihr ein so ein Ding am Turbolader, Klickverschluss, vom Turbolader zum Schlauch, Klickverschluss, Plastikschlauch geht nach vorne vor den Ladeluftkühler, da ist noch so ein Stückchen Ladeluftschlauch, der wird auch geklippt. Durch den Ladeluftkühler, vom Ladeluftkühler habt ihr auch nochmal ein oder zwei Verbindungen, die mit Klick verschlossen sind. So, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, an jedem Klickverschluss verliert ihr minimal Ladedruck. So, der Turbolader regelt das aus. Der Motor sagt, hey, ich habe zu wenig Ladedruck, weil irgendwo pfeift es raus. Erhöht die Drehzahl vom Turbolader, der Ladedruck wird gehalten, alles wunderbar. So, fährt man damit zu lange, dann dreht der Turbolader zu hoch. Er dreht dann eine lange Zeit zu hoch. Was bedeutet, der geht irgendwann kaputt. Die Lagerschalen gehen kaputt, die Schaufelräder gehen kaputt. Das ist einfach zu hohe Drehzahl für den Turbolader, weil ihr irgendwo eine Undichtigkeit habt am Auto. Oder weil das Auto eine Undichtigkeit hat und die wird nicht behoben. Ja, ich glaube, das Video ist jetzt mittlerweile 40 Minuten lang oder sowas. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Turbolader, gebt mir Bescheid. Und ich würde gerne wissen von euch, wollt ihr, dass ich an dieses Ding hier auch nochmal rangehe? Das ist ein Mega-Turbolader vom LKW. Das ist echt ein super, super großes Teil. Der hat keine Verstellung. Das ist einfach nur Verdichtergehäuse, Abgasgehäuse, eine Welle durch, buff, fertig. Gib mir Bescheid, wenn ich an dieses Ding rangehen soll und was ich damit machen soll. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, euer Schrauber.